Evelyn, was machst denn du da? Hoi Gabi. Du hast doch einen Termin mit unserem Schneider Amann. Ja, weißt, immer wenn der Johann mit einem neuen Traktandum anfährt, schleiche ich immer raus und mache ein paar Telefon. Weil wenn ich nachher zurückkomme, verstehe ich immer noch, was er wollte sagen. Warte schnell, Gabi. Ich glaube, es geht darum, dass man jetzt zusammensteht, dass man miteinander Lösungen sucht. Sozialpartnerschaft ist dann gesagt. Gell, Gabi, wir haben lieber so einen als gar keinen zweiten Bundesrat. Die FDP hat ihre zwei Bundesräte auf sicher. Gestern hat Philipp Müller an der Fraktionssitzung gerade gesagt, nach diesen ersten Wahlerfolgen peile ich auch langfristig gesehen sogar einen dritten Sitz an. Wieso? Er hat doch schon drei. Burkhalter, Schneider, Ammann. Das ist ordentlich wichtig. Zusammenspiel Realwirtschaft, Banken ist ganz wichtig. Und dann ist das Zusammenspiel Politik, Wirtschaft wichtig. Du, aber für ich von der BDP wird es langsam eng nach dem Wahldebakel hier im Kanton Bern. Man sagt ja, es fehle der Partei ein Alleinstellungsmerkmal. Wieso? Er hält ja Alleinstellung. Weißt du, wir machen es jetzt so wie ihr von der FDP. Zuerst fahren wir Partei in die Wand und nachher feiern wir jedes Prozent mehr Wähler als Erfolg. Wir haben zugelegt, weil wir rechter sind, als wir wirklich sind. Darum musst du linker tun. Das hat schon bei deiner Wahl funktioniert. Tatsächlich, dass wir mit vielen, mit möglichst vielen, mit möglichst allen Arbeitsplätzen über die schwierige Zeit kommen. Ich muss wieder. Aber danke für den Tipp, Gabi. Wenn ich schon mit dem Wirtschaftsminister zusammenhocke, fange ich gerade mal damit an, den Kapitalismus abzuschaffen.